Hallo zusammen, heute möchte ich euch das Digitalsystem von Slotted vorstellen. Ich habe es schon ein paar Mal auf meinem Kanal erwähnt, Oxygen. Und heute geht es vor allem darum, was braucht man dafür, um das auf der Carrera Digitalbahn zu benutzen. Die erste und wichtigste Komponente ist sicherlich der Regler. Ihr könnt also nicht euren Fangslot-Regler oder sonstige Sachen nehmen, sondern ihr braucht einen speziellen Regler für Oxygen. Das ist der SCP3 von Slotted. Der Regler hat einen Haufen Knöpfe, wie ihr sehen könnt. Dazu gibt es separate Videos, wie man den jetzt konkret einstellen, was der alles kann. Das Wichtigste ist eigentlich jetzt für den Anfang, dass das A kein Kabel benötigt. Also das ist ein Wireless-Regler. Und das Zweite ist, dass der mit einem Akku betrieben wird. Und dieser Akku, das ist ein Lipo-Akku, der ist relativ schwer zu bekommen, weil er bestimmte Bauform braucht. Da passt nicht jeder rein. Das ist auch nicht der Carrera-Digital-Akku für den Regler, sondern das ist ein spezieller Akku. Welchen genau packe ich euch unten in die Beschreibung und auch wo ihr den herbekommt. Ich kaufe meine bei mylipo.de. Gibt es aber auch andere Shops. Das ist der Regler für Oxygen. Was ihr dann noch braucht, ist natürlich ein Chip. Man spricht hier nicht von Decoder, weil im Endeffekt ist das kein Decoder. Der greift kein Bahnsignal über die Schienen ab, sondern der bekommt ein Funksignal. Oxygen funktioniert wie RC-Autos, die funktionieren einfach per Funk. Darum ist hier auch die kleine schwarze Antenne dran. Ansonsten gibt es zwei verschiedene Chips, die momentan im Einsatz sind. Das eine ist der hier gezeigte B2. Da müsst ihr auf jeden Fall eine IR-LED anlöten. Die ist auch nicht bei dem Chip dabei. Die müsst ihr auch separat kaufen. Ich kaufe einfach die aus Frankslot Zubehör, löte sie dran. Angelötet werden die zum Beispiel hier unten über die zwei Lootpads. Oder es gibt noch eine einfachere Variante. Das ist der C1-Chip, der hat die LED quasi unten dran. Da müsst ihr also nicht löten. So, wie ist so ein Chip jetzt aufgebaut? Unterschied zu Carrera ist einfach der, A, kommt die hier mit einem Stecker. Das finde ich sehr praktisch. Und das zweite ist, ihr habt hier ein neues Bauteil, und zwar den Hallsensor. Der Hallsensor, der erkennt magnetische Felder. Das heißt, wenn ihr den Chip einbaut, dann klebt ihr den Hallsensor aufs Auto, sehen wir gleich. Und wenn ihr dann über einen Magneten fahrt, den ihr auf der Bahn installieren müsst, komme ich auch gleich dazu, dann erkennt er das und zählt die Runde. Ihr habt richtig gehört, er zählt die Runde, weil bei Slotted Oxygen ist es so, dass das Auto selber die Runden zählt. Also das Auto zählt die Runden und sendet die Information dann an den PC, und zwar über ein weiteres Teil, was man braucht, und zwar diese Dongles. Verkauft Oxygen, also Slotted verkauft diese Oxygen Dongles. Und da vielleicht noch ein Satz nebenbei. Oxygen gibt es gerade in Version 3. Ich glaube 3.16f ist die Firmware, die ich immer momentan benutze auf den Chips. Und die bringen auch bald 4 raus. Und dann sind diese Dongles, wo einer 85 Euro kostet, nicht kompatibel. Ja, das heißt, wenn ihr euch überlegt, da tatsächlich irgendwie einzusteigen, dann müsst ihr euch überlegen, ob ihr diesen Dongle jetzt kauft. Also am 7. September 2023 oder wenn Oxygen 4 rauskommt. Ja, kommen wir mal kurz zur Installation im Auto. Das möchte ich euch auch kurz zeigen. Das sieht jetzt so aus. Also hier ist der C1 verbaut. Wir haben jetzt hier oben, ich montiere die immer in Fahrtrichtung rechts, einen kleinen Stromschlauch. Da habe ich den Hallsensor reingeschoben mit dem Flachkabel. Und dann, wenn ihr auf der Rückseite seht, dann ist hier schon die LED auf dem Chip verlötet, das heißt, der ist quasi schon fertig. Und bei Slotted Autos ist tatsächlich auch schon ein Halter dabei, hier in schwarz. Der kleine Bügel, der hier quasi direkt drüber geht, über den Decoder, der hält den Decoder dann mit zwei kleinen Schrauben befestigt, einfach an Ort und Stelle. So, das ganze System ist relativ gut durchdacht, weil man einfach nicht löten muss. Also man kann, es gibt diese Stecker hier vorne für Autos, die jetzt älter sind oder nicht Slotted Autos zu kaufen. Ja, und dann lötet man sie quasi hinten nur an den Motor und steckt sie vorne an den Leitgrill rein, macht dann die zwei Steckerverbindungen zu und kann den Decoder dann mittels Schrauben am Auto befestigen. Also gerade für Leute, die vielleicht nicht unbedingt auf der Platine rumlöten wollen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, also das sind die drei Sachen, die man tatsächlich für Oxygen braucht. Man braucht den Regler, man braucht einen Chip im Auto und wenn man Zeiten messen möchte, dann braucht man auch noch den USB-Dongle. So, wie geht das jetzt alles vonstatten? Also, was ihr jetzt auf jeden Fall braucht, die Zeitnahme, ist ein PC. Ohne PC funktioniert es nicht.
Und auf diesem PC müsst ihr einen Haufen Treiber installieren. Da gibt es in Englisch und Italienisch eine Anleitung von Slotted auf der Webseite. Persönlich muss ich sagen, finde ich die wirklich gut. Ich habe das einfach 1:1 gemacht und es hat auch funktioniert. Interessant wird das ganze Thema eigentlich erst, wenn man Firmwares installiert. Die Firmwares, die da rauskommen von Slotted, die haben manchmal Fehler und dann ist man ein bisschen am Verzweifeln, ja, bis man die Fehler gefunden hat. Aber es gibt ein englischsprachiges Forum, slotforum.com, auf dem ihr zu jeder Frage Hilfe bekommt. Und auch Maurizio Ferrari von Slotted selber ist dort und gibt Hilfe. Also das ist schon mal richtig großartig. Aber da kommen wir auch, glaube ich, zum größten Kritikpunkt zu dem System. Es ist ein reines Expertensystem. Also für Leute, die jetzt, keine Ahnung, wild Drohnen programmieren können mit Firmware-Flashen und keine Ahnung was, alles Pipifax. Aber für so einen normalen Slotter, der eigentlich nicht weiß, warum man da jetzt ein Handy für braucht und warum man da jetzt Firmware installieren muss, na, ist vielleicht ein bisschen too much. So, da kommen wir nämlich jetzt auch noch zu der vierten Komponente, die man braucht, und das ist das Handy. Ich zeige euch jetzt gleich mal, wie diese Slotted-App aussieht. Die müsst ihr registrieren, also müsst ihr euch mit einer echten E-Mail-Adresse anmelden, dann registriert man sich da und dann tut man alle Produkte, die man kauft, dort auch registrieren und dann die Firmware aufspielen, die man dort runterladen kann in der App oder auch Einstellungen vornehmen. Also ihr braucht eigentlich immer das Handy, um dann auf dem Handy die Einstellungen für euren Chip oder auch für den Regler vorzunehmen. Ja, hier kann man verschiedene Firmwares installieren. Vielleicht noch ein kleiner Punkt. Und zwar gibt es von Slotted für diesen Regler auch noch eine analoge Kartusche, Cartridge. Und die könnt ihr quasi einfach hinten, wo der Akku eingesteckt ist, einstecken. Also die Schraube raus, Akku weg, das Ding reinstecken. Und dann könnt ihr diesen Regler auch analog benutzen. Das ist für mich, wo ich auch im analogen Club war, echt super. Ein Regler für das Digitalsystem als auch für die analoge Bahn. Dazu müsst ihr auch keine Firmware tauschen oder sowas. Ihr müsst es nur reinstecken und der Rest macht der Controller selber. Das ist sehr praktisch. Und der Umbau dauert ungefähr 30 Sekunden. Schraube raus, abklemmen, reinklemmen, zuschrauben, fertig. Also ist überhaupt kein Problem. So, jetzt sitze ich am PC. Ich möchte euch jetzt die Rennbahn-Management-Software oder Race-Management-Software RMS für Oxygen zeigen. Ich habe da zunächst mal Chrono ausprobiert. Chrono ist das von Slotted. Da gab es keine Tankfunktion, auch sonst nichts zum Simulieren. Fand ein bisschen schade, kannte ich ja von Carrera Digital und möchte ich auf jeden Fall haben. Ich habe jetzt verschiedene ausprobiert. Am Ende bin ich bei PC Lab Counter gelandet, einfach weil die Software stabil lief und Statistikfunktionen dabei hatte. Dann hat es verschiedene Einstellungen für Tanken, zum Beispiel Tanken nach Rundenzeit oder auch nach Triggerposition. Man kann Meisterschaften anlegen, das seht ihr jetzt hier. Also das ist eine DTM-Meisterschaft, die ich jetzt am Samstag fahren werde. Da sind 8 Leute hier. Wir werden ein riesengroßes Oxygen-Event machen, da freue ich mich total drauf, mit den Classic-DTM-Fahrzeugen von Slotted. Da trägt es dann also hier automatisch die Punkte ein und das Ganze kann man natürlich auch noch konfigurieren, so wie man das haben möchte. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Statistik. Ihr könnt hier verschiedene Rennen auswählen, die werden alle in der Datenbank gespeichert. Ihr könnt euch dann verschiedene Sachen anzeigen lassen, wie zum Beispiel die einzelnen Runden, einzelne Fahrer, Tankverbräuche etc. pp. Das Ganze kann man noch in CSV exportieren. Also da ist eigentlich gar kein Limit gesetzt. Schauen wir uns jetzt nochmal die Oxygen-speziellen Einstellungsmöglichkeiten an. Dazu klickt ihr auf Oxygen und dann seht ihr, ihr könnt hier einstellen, welchen Einfluss die Tankmenge auf die Geschwindigkeit hat. Ich habe hier 25% eingestellt. Wie schnell die Autos dann noch fahren können, wenn in der Pitlane, ja, gibt es automatisch Speed Limiter, wie schnell die Autos dann sich verhalten nach dem Rennen, wenn das Rennen zu Ende ist, oder auch wie schnell ein Auto noch über die Bahn fahren kann, wenn es eben keinen Sprit mehr hat. Das könnt ihr alles hier einstellen. Ihr könnt auch einstellen, dass es automatisches Chaos gibt. Das zeige ich euch nachher. Starten wir jetzt hier mal das Rennen und was ich auch super finde, man kann für die große Anzeige jetzt bei mir ein großer Monitor, aber man kann auch verschiedene Monitore legen, im Prinzip verschiedene Views starten. Hier View 1 bis 9 und auf jedem von diesen Views kann man 6 Fahrer bzw. Fahrzeug-IDs konfigurieren. Das sieht dann so aus. Ich habe alles an einem Rechner, da muss man ein bisschen mit Tab Alt die Fenster wieder in Position bringen. Gedacht ist es eigentlich, dass man das auf dem Laptop hat. Und dann die Monitore separat angeschlossen. Ihr seht auch hier, kann man auch diese Fenster alle verschieben. Auch die IDs kann man umkonfigurieren. Also da seid ihr komplett frei, wie ihr das gestaltet. Ich habe die Startampel dann tatsächlich auf jedem einzelnen Monitor. Das sieht hier ein bisschen komisch aus. Geh mal zurück auf die Rennbahn, dann könnt ihr das jetzt alles im Detail sehen. Ich fahre hier mit dem schönen Alpha eine Runde spazieren. Das ist die zweite Runde. Also die Runden werden gezählt, das funktioniert alles. Ich kann das oben links im Bildschirm sehen.
Und was ich euch jetzt zeige, jetzt simulieren wir mal einen Unfall. Das heißt, der Wagen deslottet. Ich nehme den jetzt dafür einfach mal, halte ich mal kurz hier an. Dann nehme ich den Wagen jetzt einfach mal aus der Spur. Und dann dauert es ungefähr eine Sekunde und dann halten alle Autos automatisch an. Das ist automatisches Chaos. Und wenn ich den Wagen dann wieder hineinsetze, dann muss ich am Regler den. Also ihr könnt jetzt sehen, ich kann hier drücken und es passiert nichts. Der Wagen fährt nicht, es ist alles noch gestoppt. Und wenn ich dann hier diesen runden Knopf gedrückt halte, so, dann sagt er Go und ich kann wieder weiterfahren. Das ist natürlich ein richtig klasse Feature. Das ist gerade, wenn man mit 8 Leuten an der Bahn steht, natürlich ein Riesenvorteil. Da muss man nicht so drauf achten als Rennleiter. Ist alles ein bisschen stressfreier. Und auch richtig gut gemacht ist, wenn man in die Box fährt und den Wagen dann rausnimmt, dann schaltet es kein Chaos. Das heißt, ihr könnt Training machen. Jemand läuft dahin, fährt in die Box, nimmt das Auto raus. Alle können weiterfahren richtig gut. So, wie kriege ich jetzt meine Bahn, meine Carrera Digitalbahn so umgebaut, sage ich mal, dass man sie für Ochsringen benutzen kann? Das hält sich nach wie vor hartnäckig das Gerücht, man müsste alle Weichen umbauen. Das stimmt nicht. Das Einzige, was man wirklich machen muss, ist Magnete installieren. Und zwar bei der Boxeneinfahrt, die ist bei mir, ich gucke gerade mal, hier, ja, also hier so diagonal ist ein Magnet installiert und dann ein Stück weiter. Hier ist der nächste Magnet, also die liegen quasi so drin. Zwei Magnete direkt hintereinander mit so 3-4 cm Abstand. So, das heißt Boxeneinfahrt mindestens zwei Magnete so nebeneinander und an der Boxenausfahrt am Ende der Boxengasse, das ist bei mir hier, da habt ihr dann wieder ein Magnet, ja? Der sitzt dann auch so drin, hier nur ein. Das heißt für eine einfache Boxeneinfahrt mit einer Spur und Ausfahrt braucht ihr drei Magnete, zwei für reinfahren und einen fürs rausfahren. So, und für die Zeitmessung braucht ihr jetzt einfach nochmal Magnete. Und zwar habe ich pro Spur noch einen Magnet hier so diagonal angebracht. Welche Magnete das genau sind, zeige ich euch natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Da braucht ihr auch relativ lange Magnete und starke Magnete, damit das zuverlässig funktioniert. Und die klebe ich von unten einfach mit diesem doppelseitigen Klebeband an die Schiene und dann ist eigentlich fertig. Was muss man noch tun? Also ich habe hier unten, das zeige ich euch kurz, unter der ba Rennbahn habe ich diesen Controller hier an die ID4 eingesteckt von meiner CU und dann mit einem Gummiband einfach die Weichentaste fixiert. Das Weichenschalten funktioniert nur, wenn ihr jetzt die U eingeschaltet habt und dann die Weichentaste fixiert. Das ist alles. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist eure Carrera Digitalbahn schon für Ochsringen vorbereitet. Und ihr könnt direkt losfahren. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir brauchen den SCP-3-Regler, wir brauchen den Chip im Auto, wir brauchen den Dongle, wir brauchen einen PC, auf dem die Rennbahnsoftware läuft, bei mir PC Lab Counter und ihr braucht einen alten Controller von Carrera, den ihr auf die ID4 einsteckt und die Weichentaste fixiert. Und ihr braucht noch Magnete, die ihr unter die Bahn klemmt. Aber das ist alles. Und dann könnt ihr mit bis zu 20 Fahrern oder wie auch immer Ochsringen fahren. Und das Beste am Ochsringen-System ist, dass es RC-Technik hat. Das heißt, bei Carrera habt ihr aufgrund der Taktung des digitalen Signals auf der Bahn immer, ich sag mal so, ja, 20, 30 cm Varianz, wann der genau bremst, wie viel der bremst, wann ihr genau Gas gibt. Und es ist einfach ein bisschen Latenz drin, ja. Und das habt ihr bei dem System einfach nicht. Das heißt, das fährt sich fast genauso wie analog und das ist natürlich ein Riesenspaß, weil ihr das Auto ganz präzise steuern könnt. So, das war's von mir zum Thema Ochsringen für jetzt und ich wünsche euch viel Spaß und lasst gerne einen Daumen da und ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!